SCP-Objekt Quick Fact. SCP-009 Rotes Eis. SCP-009, auch bekannt als Rotes Eis, ist eines der faszinierendsten, aber auch gefährlichsten anorganischen Objekte in der Foundation-Datenbank. Auf den ersten Blick sieht es wie gewöhnliches Wasser aus, nur dass es eine tiefrote Farbe besitzt, fast wie flüssiges Blut. Doch der eigentliche Schrecken beginnt, wenn man es mit normalem H2O in Kontakt bringt. SCP-009 infiziert jedes natürliche Wasser, mit dem es in Berührung kommt, und verwandelt es in eine Kopie seiner selbst, molekülgetreu, aber tödlich aktiv. Diese Umwandlung geschieht schnell. Extrem schnell. Ein Tropfen genügt, um ganze Wassermengen zu verseuchen. Der Prozess breitet sich exponentiell aus, bis alles betroffene Wasser vollständig zu rotem Eis gefroren ist. Was SCP-009 so ungewöhnlich macht, ist seine thermodynamische Umkehrung. Es bleibt bei minus 100 Grad Celsius flüssig, gefriert aber bei jeder Temperatur darüber. Das bedeutet, je wärmer es wird, desto fester wird es. Diese Umkehr der physikalischen Gesetze legt nahe, dass SCP-009 aus einer Realität stammt, in der die grundlegenden Naturkonstanten, etwa die Richtung der Energieflüsse, invertiert sind. Und es gibt noch etwas Merkwürdiges. SCP-009 scheint rudimentär bewusst zu sein. Es reagiert auf Bewegungen, Vibrationen, ja sogar auf Temperaturveränderungen in seiner Umgebung. Einige Forscher vermuten, dass die Flüssigkeit eine Art kollektives psionisches Feld besitzt, ein Gedächtnis darüber, was sie berührt hat. Jede Probe befindet sich in einer versiegelten metallischen Kryozelle mit unabhängigen Notstromsystemen. Ein einziger technischer Ausfall und selbst die Luftfeuchtigkeit im Raum könnte genügen, um die gesamte Einrichtung zu kontaminieren. SCP-009 ist ein perfektes Beispiel dafür, wie etwas so Unscheinbares wie Wasser, das Fundament allen Lebens, zu einem Instrument des Todes werden kann, wenn die Naturgesetze sich umkehren.